Hallo und Glück auf zum Legendentalk. Nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Auswärtsspiel nach Länderspielpause 2:2. Wir haben sicherlich zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Darüber werden wir heute reden. Natürlich wieder mit unseren Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Bramczyk. Hallo und Glück auf erstmal. Glück auf, René. Ja, fangen wir mal an. Das Spiel gegen Hamburg, erste Halbzeit. Lass uns nur über die erste Halbzeit sprechen, Klaus. Wie hast du diese erste Halbzeit wahrgenommen? Ja, wenn man solche Fehler macht, wie wir es gemacht haben, dann musst du zurückliegen. Und das habe ich heute auch in der WAZ gelesen. Auch die Amateure haben solche Anfänger Fehler gemacht, sind in den Rückstand geraten. Da kannst du normalerweise kein Spiel gewinnen. Und wenn du beim HSV hat die zweite Halbzeit gezeigt, dass sie nichts drauf haben. Und dann kommt zum Schluss, kommt noch ein Unentschieden raus für uns und hätten sogar noch gewinnen können. Aber was da abgeliefert wurde mit solchen Fehlern, der Tor macht seine Ecke auf, ist unglaublich. Wie er auf jede Idee kommt, dass er sowas macht, da muss man ihn selber fragen. Und was Schallenberg gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, wenn ich in der Fußballschule ein Turnier mache und so ein Junge macht und so einen Fehler wie der, dann hole ich ihn raus. Weil so einen Fehler kann man nicht machen. Und das kostet Punkte. Jetzt haben wir nur, können wir nur von Glück sagen, dass der HSV total abgekackt ist, auf Deutsch gesagt, in der zweiten Halbzeit. Und was dabei rauskam, wissen wir jetzt auch. Der Trainer ist nicht mehr da. Und was ich gehört habe, der hätte 14 Tage nach der Länderspielpause oder was, 14 Tage richtig Gas gegeben. Wenn es so weit ist, dass ich während der Saison Gas geben muss, da habe ich in der Vorbereitung vieles falsch gemacht. Die Vorbereitung ist da, um fit zu sein für die Halbserie. Und da gibt es Urlaub und da gibt es wieder neue Vorbereitung. Vorbereitung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe von 40 Vorbereitungen 39 mitgemacht und ich war nie verletzt. Weil ich alles mitgemacht habe, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Tja, so ist es. Ja, ist so. Ja, wie gesagt, war natürlich schon ein bisschen ein paar Kinderfehler dabei. Das muss man einfach so sagen, in Hamburg in der ersten Halbzeit, das darf normalerweise so eine Mannschaft wie unsere Mannschaft nicht passieren. Beim Torwart, fangen wir mal an, wie du auch schon gerade gesagt hast, das war natürlich eine Beule, die er sich hier nicht erlauben darf. Normalerweise, ich meine, der ist ja nicht so, als wenn er erst einmal im Tor steht, der muss er ja auch ein bisschen mitrechnen, dass er auch da reinschießt, gar kein Thema. Aber dass ich mich komplett auf die rechte Seite schon konzentriere, dass ich sage, du, der schießt über die Mauer rüber, das machen sie heute alle nicht mehr. Ja? Also die gucken ja auch schon ein bisschen, wo der Torwart ist. Und das war natürlich schon ganz schlecht. Da habe ich auch schon so einen Hals gekriegt. Da habe ich gesagt, meine Güte, wie kann man denn als Torwart da hinspringen und dann so ein Ei reinkriegen? Aber für mich war ja noch viel, viel schlimmer eigentlich das zweite Tor, das nach 20 Sekunden oder was. Ich wollte gerade noch zur Toilette, dann gucke ich so und denke, oh, warte mal noch eben. Und dann machte ich, also das habe ich überhaupt noch nicht gesehen, was Schanbeck da gemacht hat. Statt einen Ball mit nach außen zu nehmen, dann legt er sich da auf den linken hin und spielt den Ball so zum Torwart vorbei. Das ist ja noch schlimmer, wenn er wenigstens zum Torwart hingespielt hätte, hätte er den ja noch wegpflastern können. Aber der spielte ihn an ihm noch vorbei. Der war so erschrocken, dass er gesagt hat, was macht der denn jetzt? Der hätte sich nur drehen können, ja, mit zur anderen Seite, zur Außenlinie drehen können und den Ball wegschlagen. Aber daran kannst du eben sehen, dass das kein richtiger, für mich, kein richtiger Abwehrspieler ist. Ich glaube, Kallas hätte das nicht gemacht. Das wäre mir als Stürmer nicht passiert, das schwöre ich dir aber. Ja, das kann sein, Klaus. Aber dem ist es ja passiert und man kann ihn ja jetzt, naja gut, man kann ihn jetzt nicht dafür den Kopf abreißen, aber wenn man hätte den Kopf abgerissen,
wenn wir da nicht noch in der zweiten Halbzeit das 2-2 irgendwie noch gemacht hätten und wahrscheinlich, wenn Karaman noch die Chance hatte, da mit seinem Innenriss den ein bisschen besser zu treffen, dann hätte er da wahrscheinlich in Hamburg 3-2 gewonnen. Also ich hätte in der Halbzeit, war für mich das Spiel schon verloren, ganz klar. Also ich habe gedacht, die Hamburger, die kommen heraus, spielen ein bisschen clever, ja, und machen schön. Unsere hätten die aufmachen müssen auch ein bisschen. Und dann, dass du da eben ausgekontert wirst. Aber HSV, daran kann man sehen, da passt es mit dem Trainer nicht, da passt es mit der Mannschaft nicht. Die richtige Mannschaft haben sie nicht gefunden. Die haben natürlich auch einige Verletzte, das muss man auch so sagen. Aber trotzdem finde ich, der Baumgartner ist da rumgesprungen wie so ein kleiner Armeebändchen da in seiner Art und mit seiner Mütze da und sein kurzes T-Shirt. Das ist ja alles schön und gut, wenn er schwitzt. Aber irgendwie hat der, glaube ich, meiner Ansicht nach die Truppe komplett verloren. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der da noch was bewegt in Hamburg. Und das war auch meiner Ansicht nach, ich habe dann oben den Kunz gesehen, der dann so ein paar Minuten vorher abgehauen ist, den haben sie kurz eingeblendet da oben. Daran hat man schon gesehen, dass es für Baumgart da zu Ende war beim HSV. Aber noch eins, wenn eine Mannschaft einen Selke drin hat, der kann nicht sein. Ja. Der hat, weiß nicht, wie alt der jetzt ist, der hat so viele Vereine durchlaufen und überall ist er gescheitert, überall, und der spielt da. Gut, wahrscheinlich spielt er nur da, weil der Baumgart hat ihn ja geholt aus Köln. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ja. Der kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, immer beobachtet, weil er auch ein Mittelstürmer ist. Aber bei dem geht gar nichts. Und der spielt da. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit für uns war eine Katastrophe. Wirklich. Ja. Also für mich war das eine Katastrophe gewesen. Wir sind wieder so in unseren alten Trab reingefallen. Quer, 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 quer. Und man hat es natürlich auch meiner Ansicht nach schnell erkannt, was Paul Seguin da macht, ja, zwischen den beiden Innenverteidigern so ein bisschen dazwischen und dann nach vorne zu kommen und das Spiel zu machen. Das haben die Hamburger so ein bisschen erkannt. Das haben sie dann auch so ein bisschen gestoppt, fand ich. Und da war also schon für uns, also schon von den Ideen her schon ein bisschen, sag ich mal, ja, da war keine andere Idee mehr, weißt du? Da war jetzt nur noch die Idee, wie er das eben macht, von hinten raus zu probieren, Leute anzuspielen. Gut, das 2-2 hat er gut gemacht, den Pass und. Aber ich finde, da bist du zu leicht auszurechnen. Ja, also das ist, und du spielst von zu weit hinten, da muss der Paul anders spielen. Der müsste weiter nach vorne gehen, weil die Wege sind doch immer sehr weit und meiner Ansicht nach ist das nicht richtig. Und vor allen Dingen, was ich auch glaube, dass wir vernünftig hier, wir hatten den Kallas, war wieder fit, also ich bin da so dafür, dass man zwei Abwehrspieler schon ordentliche Einspielspieler reintut in der Abwehr. Von mir aus kann er ja dazwischen spielen, wenn sie das so mit ihrem System spielen wollen, dass er von hinten das Spiel machen kann. Aber du musst zwei Abwehrspieler haben. Also Kallas, wenn Kallas fit war oder ist, der ist, muss ja wohl fit gewesen sein, dann musst du den auch spielen lassen. Und da wäre für mich sicherlich die Sicherheit ein bisschen größer gewesen. Ja, aber wenn du 2-0 führst wie der HSV, normalerweise musst du 3-4-0, 5-0 gewinnen in dieser Situation, weil wir hätten aufmachen müssen, um vielleicht noch was zu holen. Ja. Und da wären die Löcher da gewesen für den HSV. Aber die waren ja gar nicht in der Lage, mit diesen Leuten, die sie da haben. Und ja. Na gut, und der HSV Klaus hat sich auch zurückgezogen. Bei 2-0 Führung fangen die an zu zittern. Wo gibt denn sowas? Ja, aber scheinbar ist es auch in der Kabine ein bisschen explodiert, soweit wie ich immer jetzt gehört habe. Hat Karaman mal richtig auf den Tisch gehauen, der Trainer wahrscheinlich nicht so. Aber der Karaman muss wohl richtig was gesagt haben und das hat wohl irgendwo in der Truppe ein bisschen gewirkt. Das ist ja das, was wir beide immer sagen. Ja. Ab und zu muss einer mal was sagen und er ist Kapitän. Dann muss ich auch mal auf den Tisch lagen. Wenn ich 2-0 Rückstand bin, das kann doch nicht sein, dass da alle reinkommen und alle sind ruhig und sind glücklich, dass sie in der Halbzeit reingekommen sind. Nee, entweder habe ich einen Trainer, der aggressiv ist, aber scheinbar war der Karaman der Einzige, der da reingekommen ist nach der Halbzeit und mal richtig Druck gemacht hat. Und der hat die Jungs wachgerüttelt. Ich glaube, das ist auch richtig und das haben wir früher auch gemacht, das weißt du.
Da kamst du rein oder ein anderer rein und der wurde mal richtig tarisch geredet. Und dann läuft das auf einmal auch wieder. Und so ist das jetzt in Hamburg wohl auch schon gewesen. Ne? Ja, das ist ja richtig so. Aber das kommt immer dann auch wieder auf den Gegner drauf an, der 2-0 führt, dass du das machst und du was machen musst. Dann ist ja die große Gefahr da, dass du in Konter läufst. Naja, ist klar. Aber mit Selke kann man nicht kontern. Ja gut, er hat eine Chance noch gehabt. Ach, da. Ja. Aber hätte er ja sowieso nicht gemacht. Aber ich fand auch nachher, dass die Auswechslung bei uns, die fand ich auch nicht so gut. Also ich weiß nicht, also auf einmal wieder angefangen, wieder ein bisschen defensiver. Der Aydin kam rein, hier für Silla. Ich weiß auch gar nicht warum. Also ich lasse doch so stehen, es lief doch auch gut bei uns. Ich musste da nicht mehr, sag ich mal, zumachen, sondern wir waren doch die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat auf einmal. Und also normalerweise musst du in der Situation von der zweiten Halbzeit her, musst du das Spiel gewinnen. Ganz einfach. Da wäre ich mit dem Punkt, wäre ich da ein bisschen unzufrieden gewesen. Also muss ich wirklich sagen. Weil die Hamburger, die waren sowas von verunsichert, da kam ja gar nichts mehr. Also überhaupt kein Pass mehr, nichts mehr. Gut, Baumgart hat dann gesagt, ja, die letzte Viertelstunde kamen wir noch mal. Also ich habe es nicht so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett übernommen. Aber mir fehlt dann auch den Mut zu sagen, komm Jungs, wir schmeißen mal noch einen Offensiven rein. Wir wollen das Spiel gewinnen. Und das ist immer so ein bisschen, was mich ärgert, wenn man solche Spiele mit einem Punkt nach Hause fährt, die du eigentlich, wo du besser bist und eigentlich, um 3 Punkte zu schnappen, musst du eventuell noch ein bisschen offensiver stehen und dann gucken, dass du da die gar nicht mal rauskommen lässt, ja. Weil die waren total verunsichert. Die waren mit dem Punkt zufrieden, Schalke war mit dem Punkt zufrieden, aber sie haben nicht gemerkt, dass dieser HSV total angeschlagen ist, dass von dem nichts mehr kommt. Ja. Ja. Dann musst du noch ein bisschen mehr riskieren, um so ein Spiel zu gewinnen. Und die Möglichkeiten, wenn ich das gemacht hätte, wären die Möglichkeiten gekommen, noch um ein Tor zu machen. Ja. Aber naja, letzten Endes, was man auch so liest, sind sie mit dem Punkt zufrieden. Und ja, jetzt geht es gegen Kaiserslautern zu Hause. Wie bewertet man jetzt trotzdem die Leistung des FC Schalke 04? 3 Spiele in Folge, nicht verloren. Ein klarer Aufwärtstrend eigentlich zu erkennen. Seht ihr eine Verbesserung? Klaus, du hast oft schon gesagt, möglicherweise fehlt die Qualität. Ein bisschen gezeigt haben sie ja schon, dass die Mannschaft Qualität hat. Ja, gut, wir spielen zweite Liga. Das muss man immer vor Augen halten. In der ersten Liga sieht das mit der Qualität ein bisschen anders aus. Aber wichtig ist, das Allerwichtigste ist, dass du, ob du Qualität hast, ja oder nein, Fitness. Da kann man immer wieder sehen, der HSV ist nicht fit. Abgekackt. Und wenn du fit bist, dann kannst du einen Zahn zulegen, dann kannst du Spiele gewinnen. Aber die Voraussetzung muss man schaffen in der Vorbereitung, in den 2 Vorbereitungen, die ich habe in einer Saison. Das ist für mich entscheidend. Also für mich ist es einfach nur entscheidend, dass wir da unten rauskommen. Mir ist es eigentlich egal, ob wir jetzt mal mit Glück oder mit Nicht-Glück gewinnen, ist auch scheißegal, finde ich. Wir müssen da unten raus, weil du bist ja da unten auch noch nicht ganz weg. Ja, das ist ja das große Problem. Du hast jetzt einen Punkt geholt, die anderen Mannschaften haben zum größten Teil alle verloren. So, jetzt hast du Kaiserslautern zu Hause. Wenn du die schlägst, dann gehst du schon wieder leicht ins Mittelfeld rein. Dann hast du wieder mal 2-3 Punkte Abstand zu den Leuten nach unten. Denn wenn du hier gegen Kaiserslautern nicht gewinnst, dann hängst du da wieder unten drin. Ja. Und ich finde, so stabil ist unsere Mannschaft noch nicht, um zu sagen, ah ja, da kommen wir locker raus. Ja, nee, das sehe ich gar nicht so. Ich finde immer, wir tun uns auch unheimlich schwer hier zu Hause und wir werden uns gegen Kaiserslautern auch wieder schwer tun, weil das Spiel musst du gewinnen, um da nach oben zu kommen, um ein bisschen Abstand von den anderen Mannschaften zu kriegen. Man hat ja gesehen, Braunschweig hat auch nur 3-2 verloren. Na, ist das richtig? Ja. Ja, 3-2 verloren.
Ja, also Regensburg habe ich nur 1-0 verloren. Ja, zu Hause. Ja, aber es ist ja, aber es ist ja alles sind ja knappe Ergebnisse, Klaus. Ja, aber wir, ja? wir sprechen. Aber wir, deswegen sage ich ja, müssen wir zusehen, dass wir hier unsere Spiele gewinnen, zu Hause. Wir müssen hier aggressiv spielen und wir müssen den anderen Mannschaften zeigen, dass sie hier nichts holen können. Ja. Aber wenn wir anfangen, jetzt wieder anfangen, nur noch Fußball zu spielen und probieren jetzt die Mannschaften mit Fußball einfach mal zu packen, funktioniert nicht. Erst mal draufgehen, Gas geben, machen, dass du die Mannschaften, die hinkommen, erschrecken und sagen, boah, hier können wir nichts holen. Weil wenn wir angefangen haben mit Fußball, ist das meistens in die Hose gegangen. Ja, wir sprechen doch nicht, dass unsere Mannschaft ins obere, ins erste Drittel kommt. Davon sind wir meilenweit entfernt von. Ja, ja, bei uns geht es eigentlich nur, da unten rauszukommen, um nicht in Abstiegsgefahr zu kommen, wo wir waren. Und wo du schnell wieder bist, wenn die nächsten Spiele dir anschaust. Brauchen wir auch nicht drüber. Natürlich gibt es auch noch die Rückrunde. Aber man weiß ja selber, wenn man mal da unten wieder drin ist, dann verlierst du Spiele, wo du vielleicht gar nicht so schlecht gespielt hast. Das passiert alles. Und deswegen musst du immer, egal welches Spiel, musst du mit Vollgas angehen, damit der Gegner gar nicht auf die Idee kommt. Hallo, du sagst ja, hier ist was zu holen. Und da muss ich fit sein. Und ohne Fitness geht überhaupt nichts. Da bin ich hundertprozentig überzeugt von. Ja, ihr habt es angesprochen. Nächstes Spiel, Kaiserslautern, gestern gewonnen. Ist eine unangenehme Mannschaft. Also wir haben ja schon ein paar Mal gegen Kaiserslautern gespielt und ich finde, die sind auch vorne ganz gut besetzt. Und da musst du schon mit Kallas meiner Ansicht nach hinten stehen. Wie wäre also, denn für dich zum Beispiel die Aufstellung hinten, wenn Kallas fit ist? Eher Kallas mit Kaminski? Oder? Also der Kaminski hat mich bis jetzt, also hat er solide gespielt, hat sein Part runtergespielt und ich würde also die beiden spielen lassen. Und wie im Mittelfeld, dann hast du ja ein bisschen Alternativen, weil gut, wie du im Mittelfeld spielen ist, ob du jetzt, also ich würde jetzt auch ein bisschen, meiner Ansicht nach, würde ich jetzt den Seguin ein bisschen weiter vorspielen lassen, das ist mir zu weit weg und ich würde auch Jones ein bisschen mehr hinter den Spitzen spielen lassen. Ja, so auf der linken Seite, das ist alles nicht so, da kommt er ist auch, sagen wir mal, nicht der Schnellste, dass er so schnell vorbeigeht und dann irgendwas aufreißt. Er ist einer, der immer wieder abbricht, der mal guckt und auch mit den anderen spielen möchte. Da sehe ich ihn lieber hinter den beiden Spitzen. Ich glaube, da kann der mehr machen. Und dann ist er auch nicht so weit vom Tor entfernt, weil er hat ja ein bisschen Qualitäten auch zu schießen und, und. Also da würde ich schon sagen, da würde ich den hinter den Spitzen stellen. Ich weiß nicht, was mit Mohr ist, ob der wieder fit ist, keine Ahnung. Aber ja, einer muss ja dann auch raus aus dem Mittelfeld und da würde ich irgendeinen rausnehmen, um vielleicht den nochmal nachschieben zu können. Ich würde ja auch den Younes hinter den Spitzen spielen lassen, weil er doch da ziemlich weit vorne ist und im Dribbling, ja, dass er relativ gut kann. Ja, da ist er viel, viel gefährlicher. Außen sehe ich auch seine Position nicht. Außen musst du schnell sein, musst eigentlich flanken für andere Mitspieler. Und das macht er. Das macht er ja nicht. Das soll er auch nicht. Der soll da spielen. Die müssen immer da spielen, wo sie am besten sind, wo sie am wichtigsten sind für die Mannschaft. Und da sehe ich ihn auch hinter den Spitzen. Und gerade zu Hause noch mehr als auswärts. Obwohl Younes von der Qualität her, seine spielerischen Qualitäten muss er immer spielen. Naja, na gut, er spielt ja jetzt auch durch. Jetzt nehmen sie ihn auch nicht mehr raus. Das finde ich schon mal gut. Weil wenn du den rausnimmst, hat er da auch immer ein bisschen was mit dem Kopf zu tun. Meistens, wenn du rauskommst, dann heißt es ja, oh ja, ich war nicht so gut und. Weiter. Der hat jetzt ein Tor gemacht. Jetzt lasse ich ihn spielen und lasse ihn durchspielen. Und der hat auch seine Qualitäten, finde ich, und deswegen muss der durchspielen. Zu Hause vor allem, ja. Zu Hause sowieso. Ja. Na, auswärts, so ein Fußballer, der tut mir weh, wenn der nicht spielt. Natürlich muss er fit sein. Naja. Weil, für die Dribblings, die er macht, und so braucht er viel Kraft. Muss er fit sein.
und dass er mal durchspielen kann. Jetzt hat er durchgespielt und Und auch nur das Tor gemacht, glaube ich. Das gibt Tor gemacht, auch wieder Selbstvertrauen. Ne? Selbstvertrauen, gar keine Frage. Und jetzt kommt natürlich Kaiserslautern, wo früher, die waren am Pitzenberg, waren sie gefährlicher. Da haben sie auf alles getreten, was sich bewegt hat. Und auswärts, gut, jetzt bei uns 60.000, ja, da müsste was gehen. Und, ja, wo die haben sie vorne gut besetzt. Also vorne sind die nicht ganz so schlecht. Da musst du aufpassen. Wenn es heute geht, dann musst du schon aufpassen. Ja, es sind. Es ist ein gefährliches Spiel, wenn du nicht stabil hinten stehst. Ja. Aber eine Frage habt ihr noch nicht ganz beantwortet. Ja. Seht ihr einen Aufwärtstrend beim FC Schalke 04? Ja gut, jetzt haben wir 5 Punkte geholt in den 3 Spielen. Ja, es wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen, kann man sagen. Und von daher ist es erstmal gut, dass wir da unten erstmal weg sind von Abstiegsplatz und so weiter. Weil das hemmt doch auch ein bisschen. Aber, wie gesagt, wir sind noch lange nicht raus. Da. Noch lange nicht. Meinst du jetzt die Situation mit dem Trainer, ob der was schon was bewegt hat? Genau. Ach so, ja, also da bin ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also bis jetzt scheinbar macht er ganz gute Arbeit, aber so richtig, dass der Knoten geplatzt ist, sehe ich das noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür sind noch viel zu viel Fehler im Spiel und gut, da muss er sicherlich nochmal den Haken irgendwo anbringen, aber es ist auf jeden Fall, ja gut, wenn man gewinnt, dann ist es immer so, dann hat der Trainer immer gute Arbeit gemacht, das sieht man ja beim Baumgart, wenn man unentschieden oder 3 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, fliegt man raus. Also die Leute, die was zu sagen haben mittlerweile, die jetzt vom Fußball kommen, so wie der Kunst jetzt. Stefan Kunz, der kommt ja vom Fußball, der sieht also auch, was in Hamburg da passiert. Und der hat auch von vornherein gesagt, wenn mir das nicht gefällt, dann muss Baumgart gehen. Das habe ich alle gelesen und da siehst du, der ist ein ehemaliger Spieler und der sagt natürlich, du, ich habe die Verantwortung für den Verein, ich tue den dann weg. Ganz einfach. Jetzt ist es bei unserem Trainer, kam jetzt neu, wie Klaus gesagt hat, ein paar Punkte haben wir jetzt geholt. Wichtig ist aber, dass wir unten stabil bleiben und dass wir vor allen Dingen unsere Heimspiele gewinnen. Das ist das Wichtigste, finde ich. Und diese Fehler darfst du nicht wiederholen. Ja. Das ist einfach tödlich. Da können sie reden, was sie wollen. Ja, Klaus, aber dann ist doch auch das, wenn du Spiele zum Beispiel Leverkusen jetzt gesehen hast, die fangen alle immer hinten an rumzueiern, jeder will da mitmachen, die überhaupt nichts mit dem Ball anzufangen haben. Ja, die Torwart spielt einen an, dann kriegt der Torwart den Ball zurück. Statt den Ball im Endeffekt nach vorne zu schlagen, machen sie es erst, wenn sie richtig unter Druck sind und dann auch nicht mehr gucken können, dann schlagen sie den Ball irgendwo hin, ja, und der Ball ist weg. Also ich weiß gar nicht, wer da immer auf diese Idee kommt, die Torhüter da mitzunehmen, um die da mitzuspielen zu lassen, auch wenn der ein oder andere Torwart einigermaßen kicken kann. Weil der frei ist. Ja, aber der frei ist, hast du ja gesehen, wie frei der war. Der hat damit gar nicht gerechnet, dass der den anspielt. Und auf einmal hast du so ein Ei drin. Ich finde das immer ein großes Risiko man kann das natürlich trainieren. Es gibt viele Videos, die ich auch gesehen habe, wie man das machen kann. Aber es braucht ja nur einmal eins über das Schienbein zu gehen oder und schon bist du irgendwo, steht da alleine einer vorm Tor. Und ich finde das immer ein großes Risiko. Da müssen ja die Mittelfeldspieler den Mut haben, entgegenzukommen, sich auch mal die zweite... Ja, hast du ja gesehen, hat er ja gemacht. Ja. Ist er sehr entgegengekommen und dann hat er vergessen, seinen Rechten zu nehmen. Ja. Dann nimmt er seine Kartoffel, seinen Linken und spielt den da hin. Ja, also der Torwart hat sich selber erschrocken, weil er hat ihn ja nicht zum Torwart, sondern der hat ihn ja am Torwart vorbeigespielt. Und da kommt es auch wieder, man spielt ja jetzt nicht mehr Manndeckung. Aber früher sind die Mittelfeldspieler auch entgegengekommen, haben sich aber im Zweikampf durchgesetzt. Naja. Ja? Und das muss auch mal, wenn die Mannschaft hast, die überall drauf ist, da musst du mal in den Zweikampf kommen
und musst dich dort durchsetzen. Wenn du die Zweikämpfe dann verlierst, dann wirst du wahrscheinlich auch das Spiel verlieren. Apropos Zweikampf, wir haben ja einen Legenden-Talk-Tipp-Kick-Spiel. Ah. Und der Erwin kneift schon die Augen zusammen. Ja, der Erwin 04 steht mit 58 Punkten auf Platz 1. Den kennen wir nicht, aber herzlichen Glückwunsch erstmal schon mal. Wer schon Erwin heißt, ist schon gut. Erwin 04, auf jeden Fall. Auf Platz 20 steht der Klaus mit 51 Punkten, also nur 7 Punkte Rückstand zum Ersten. Die hole ich auf. Nächstes Mal, Spiel mache ich mir mehr Gedanken. Und, ja, Abi. Sag doch nicht, bin ich noch weiter weg? Ja, Platz 32, also auch noch. Aufhören gibt es ja gar nicht. Also schlecht ist es nicht. 46 Punkte sind 12 Punkte Rückstand auf dem Führenden. Das kann man auch noch rausholen. Punkte, die hole ich ruckzuck auf. Also, da, ich muss einmal eine Serie haben, das ist so. Das ist so wie im Fußball, René. Schießt du ein Tor, schießt du 4 Wochen lang immer Tore. Wie beim Roulette. Haust du einen daneben, haust du 5 Wochen lang daneben. Ist so. Ja, das ist nur so ein Fietchen, so ein ganz kleines, dünnes Band. Und dann entweder reißt es oder es ist, bleibt zusammen. Also tippst du weiterhin? Ich tippe auf jeden Fall weiter. Nee, auf Schalke auch. Ich tippe immer auf Schalke. Ja, ich werde mir jetzt, bevor ich den Tipp abgebe, werde ich mir die Tabelle anschauen, die letzten Ergebnisse. Da kommt was anderes bei raus. Ja. Ich habe immer nur so getippt, wie ich gerade... Lust das ist. Ja. Ja. Aber muss ja nicht das Verkehrteste sein, weil tatsächlich, es kann ja jeder jeden schlagen, ne? Sagt man ja nicht. Sicher, kann man wieder sehen. Guck dir die Ergebnisse da an. Ja. Also sind, glaube ich, 4 Mannschaften, die auswärts gewonnen haben, wo ich auch nicht mitgerechnet habe. Also da wundert mich auch immer, wo ich sage, meine... Der an erster Stelle ist, der hat wahrscheinlich keine Ahnung. Der gefällt die Stadt oder sowas und tippt dann für die Schätzung. Erwin ist das, ne? Hast du Erwin. Hey, Erwin, hör mal du, dich packen wir noch, warte ab. Also so einfach kommst du nicht an uns vorbei, das sage ich dir. Wie hat der denn getippt, Hamburg-Schalke? Ja, das wissen wir nicht. Oder weißt du das? Aber ne, Fritz? Ja. Auf jeden Fall hat er wahrscheinlich Punkte geholt und wahrscheinlich hat er ein 2-2 getippt oder ein 1-1. 1-1 habe ich auch getippt. Ja, hast du also Punkte geholt. Ja. So. Lass uns noch mal ganz kurz ein paar Tage zurückgehen. Ihr wart auch auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag. War kalt, ne? Oh, war arschkalt, das sage ich dir. Und das zog sich ja auch, ne? Wir sind, glaube ich, irgendwann nach 3 Stunden, sind wir, glaube ich, erst mal was essen gegangen, ne? Naja. Weil das war so kalt, immer da. Und ich bin noch von zu Hause abgehauen, habe mich gar nicht so dick angezogen. Habe gedacht, naja, das wird ja schön warm sein. Und ich habe so gefroren, also nicht nur ich glaube, viele Leute hier im Stadion sind auch, also meiner Ansicht nach, viel zu viele abgehauen. Da sind ja, also um 4:30 sind so viele Leute gegangen. Ja, also das ist, normalerweise ist das, darf das ja auch nicht sein. Also so eine Jahreshauptversammlung muss dann natürlich auch schon die Leute dann auch, ich sag mal, bleiben, finde ich. Aber das war auch so kalt, also da kann man jetzt noch nicht mal irgendeinem böse sein, dass der nach Hause gegangen ist. Aber was man natürlich anders machen müsste, ist natürlich, was wir auch vorhin schon mal kurz unterhalten haben, sind ja viele, die da oben was sagen wollen, und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Wenn einer was sagt, kein Blabla, sondern dann soll er vernünftig was erzählen. Es gab so 1-2, die tolle Sachen da oben erzählt haben. Aber der größte Teil, da kommen die dann hin und sagen, ja, das wurde gerade, der Vorredner hat mir das schon erzählt, was ich sagen wollte. Ja, dann gehe ich da nicht mehr rauf. Also ich finde irgendwo, da soll schon ein bisschen Qualität oben sein. Und es waren so, also von denen, die ich da oben gesehen habe, 5, 6, die auch gute Fragen gestellt haben und. Stell dir mal vor, jetzt haben wir draußen, sagen wir, Minusgrade, das kann ja sein in dieser Jahreszeit. Da hauen die 90% ab. Das kannst du nicht aushalten. Und ich habe mich auch für den Ender gefreut, unser Freund Ender, der ja hier auch bei uns in der Traditionsmannschaft dabei ist. Fand ich richtig gut, dass da endlich mal einer von der Traditionsmannschaft, der auch Fußball gespielt hat und, jetzt endlich mal einer drin ist. Und ja, vielleicht kommen wir mal irgendwann noch mehr rein. Würde ich mich auch drüber freuen, weil ich meine, der Kopf unten mit Vorstand und Vorsitzenden oder Aufsichtsratschef,
Das können ja alles gute Geschäftsleute sein, aber ich finde hinten, da sind schon viele Leute dabei, die für mich, sage ich jetzt mal, nicht so viel da mit dem Verein zu tun haben dürften. Da müssten schon noch ein paar Fußballer, finde ich auf jeden Fall, ein paar Fußballer mit rein. Und okay, die müssen aber auch erstmal alle gewählt werden. Ne? Und ich sage auch, der Ende hat sich hervorragend verkauft, ja, hat gute Rede gehalten und ist ja zu Recht gewählt worden. Und ja, wir haben ihm gratuliert und er ist ja einer von uns. Und ja, das war's. Ja, nochmal Glückwünsche auch dann gehen raus. Das war's. Danke für eure Zeit. Danke für eure Einschätzung. Wir werden uns dann nächste Woche nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern wieder treffen und mal dann schauen, was dann der FC Schalke 04 so geleistet hat. Wir hoffen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne weiterempfehlen, gerne abonnieren, klicken. Ne? Ihr kennt das ganze Prozedere. Wir werden genau hinschauen. Genau. Danke und Glück auf. Glück auf.